geschlafen. Ein halbes Jahr hat Sebastian Bichler auf diesem Tag hingearbeitet. Mit seinen Helfern hat er einen Säulengöppel wieder funktionstüchtig gemacht. Heute möchte er mit dem Antrieb von ca. 1880 und Pferden Getreide dreschen. Es wird ein spannendes Unterfangen. Weil das Risiko ist ja jetzt schon groß, dass uns die Rosen nicht durchgingen. Da, durch den Rärm, wenn sich der bewegt, wenn der arbeitet. Und wenn dieser Rosen nicht mag oder nicht, ja, oder einfach scheut, dann geht es halt nicht durch. Und das ist halt, das größte Risiko. Wast, wie ihn hier alle nennen, wagt heute etwas, was in Bayern schon lange nicht mehr gemacht wird. Vor einem Monat im oberbayerischen Umratshausen. Gegenüber von seinem Hof hat sich der Hobbyrestaurator von landwirtschaftlichen Maschinen mit drei Freunden verabredet. Vor ihnen liegen die rund 30 Einzelteile des Säulengüppels. Mir geht es um das, dass halt das ganz, die ganz alte Technik von ganz, ganz früher, dass das auch noch erhalten bleibt und auch sagen wir mal, im Betrieb bleibt. Das ist ja immer das. Weil Gipin oder Fragmente von Gipin liegen schon noch mehr umeinander irgendwo bei einem Bauern ums Haus umeinander. Aber einer, der wohl einsatzbereit ist. Ein Drittel der Einzelteile hatte gefehlt, als der Sammler den Säulengüppel Anfang Dezember 2020 von Schorsch Fischer erworben hat. Dieser hatte ihn vor dem Alteisenhandel gerettet. Wir hätten eigentlich auch normal nicht hergeben, wenn nicht der was gekommen war. Und der, ich war halt, wenn der was kriegt oder was nimmt, dann hat das Hand und Fuß und wird das auch sauber hergerichtet und dann passt das. Die beiden anderen Freunde, ein Werkzeugmechaniker und ein Maschinenbauer, halfen, Ersatzteile zu finden und fertigten selbst neue Teile an. Eine Bauanleitung hatten sie dabei nicht. Ja, da müssen wir aber besser schmieren, weil da oben geht es ein bisschen schwer. Ja, wichtig ist gerade, dass da nichts festläuft. Die Welle in der Säule soll die Drehung der unteren Zahnräder nach oben übertragen. So entsteht Stück für Stück der erste mechanische Antrieb, den es früher auf einem Bauernhof gab. Ja, das passt schon. Sieht das? Wie eine Butter. So ist es schon. Passend zum Alter des Säulengüppels bringen die Männer einen Flaschenzug zum Einsatz, um ein weiteres Zahnrad zu setzen. Es wiegt rund 150 Kilo. Ah, perfekt. Jawohl. Wunderbar. Ja. Kleinere Zahnräder sollen die Anzahl der Umdrehungen erhöhen. Die Gabel dient als Halterung für eine Riemenscheibe. Auf dieser wird später der Lederriemen laufen, der den Hakenzylinder zum Dreschen antreiben soll. Aber irgendwas scheint schief zu laufen. Oh, du bist schon das erste drum davon geflogen. Gut, gut, gut. Jetzt hat was runtergehauen. Die Madenschramm. Ja. Ich muss noch verbohren dann. Schräg lass noch. Die Männer müssen den Aufbau etwas nachjustieren. Für die Pferde fehlen noch Holzstangen. Doch in welchem Abstand sollen sie herumlaufen? Zwei Wochen später ist es soweit. Zwei Haflinger sollen den Säulengüppel erstmals in Bewegung setzen. Sie gehören der Familie Siegmund aus Raubling. Schorsch ist ein erfahrener Rosserer. Doch dieses Vorhaben ist auch für ihn neu. Da wird es halt hinhaut. Ob das gleich funktioniert, wenn man das erste Mal einspannt und so. Schauen wir mal. Ja, Schorsch, grüß dich. Ja, ich weiß. Servus. Die Haflinger sind sonst mit Turnierwagen und Kutschen im Einsatz. Auch auf Familienfeiern und Volksfesten. Sie sind also einiges gewohnt. Aber ob sie die Geräusche eines Säulengöppels tolerieren werden? Wast und seine Helfer müssen erst noch die Fichtenstangen am Göppel montieren, an denen die Pferde befestigt werden sollen. Über 3 Meter sind sie nun lang geworden. Also meine größte Sorge ist beim Weckertgehen. Ob das, weil der recht träge, bis die Zahnradeln einmal, bis das einmal alles in Gang ist, ist das relativ gehemmt oder träge.
Und da habe ich Angst, dass was bricht, aber schauen wir mal. Die Sigmunds wollen es erstmal nur mit der älteren Diana probieren. Wie wird sie reagieren? Bast und die anderen sind gespannt. Die Haflinger Stute scheint unbeeindruckt und geht brav ihre Runde. So wagen die Rosserer den nächsten Schritt. Bei der ersten ist das schon mal ganz gut gegangen. Das ist jetzt die Jüngere. Ich denke mir jetzt da eigentlich genauso wenig. Aber die ist halt, die andere, die ist schon extrem ruhig bei allem. Das ist auch bei den Festzügen so. Die hat fast einen Parkmodus. Die stellst du irgendwo hin, dann bleibt die ganz ruhig stehen. Da ahnt Schorsch noch nicht, was gleich auf ihn zukommt. Denn es dauert nicht lang, da wird Diana unruhig. Ausnehmen. Nein, die sind innen, aber ausnehmen. Ja, das war jetzt einfach irgendwann einmal dann einfach so ein bisschen viel. Schorsch versucht es aufs Neue. Jetzt auf! Jetzt auf! Die ist rossig, die ist befruchtungsreif. Und da spinnen sie oftmals ein bisschen. Schorsch will nicht aufgeben. Jetzt muss er Ruhe bewahren, damit auch Diana sich wieder entspannt. Der Betrieb des Göppels ist für beide Haflinger nicht einfach, wie sein Sohn Georg beobachtet hat. Wenn es da ein bisschen raufgeht und die eine zieht da, und dann kommt die und bei der anderen in die Haxen rein und dann erschrecken sie. Das gleiche war der Grund. Sein Vater lässt sich von der Aufregung der Stute nicht beirren. Geduldig versucht er, sie an einen ruhigen Schritt im Göppelkreis zu gewöhnen. Einfach macht sie es ihm aber nicht. So kenne ich die eigentlich überhaupt gar nicht. Also das ist mit Abstand eigentlich die, da wo ich sage, das ist die zuverlässigste. Jetzt soll die andere Stute pausieren und Diana alleine den Göppel betreiben, damit sie ihren Rhythmus selbst bestimmen kann. Ja, jetzt hat sich ein bisschen beruhigt, glaube ich. Etwa eine Stunde hat es gedauert. Dann haben es die Sigmunds geschafft. Beide Haflinger gehen ruhig und gleichmäßig um den Säulengüppel. So in dem Tempo jetzt, wie die jetzt, so wie die jetzt gingen, super. Wenn ich glaubt. Genau, und jetzt läuft auch der Gipfelski ruhig. Siehst du das? Alle sind erleichtert, dass es doch noch geklappt hat. Zwei Wochen später, Ende Mai. Wast und seine Helfer haben auch den Hakenzylinder zum Dreschen aufgebaut. Heute müssen Schorsch Sigmunds Haflinger noch mehr leisten. Die Anspannung wird immer größer. Weil man hat ja letztes Mal gesehen, dass es nicht so ganz so einfach ist und dass es von alleine geht. Jetzt wollen die Rosserer schauen, ob die Pferde vor dem Riemen scheuen. Doch der geniert sie nicht. Und wenn er sich bewegt? Sie sind jetzt einmal nicht gewohnt, dass von oben die Bewegung da ist. Aber schaut, glaube ich, einmal gar nicht so schlecht aus. Schorsch hängt erstmal das jüngere Pferd an. Hier, Opa, hier. Es läuft etwas schneller als das andere. Die Rosserer versuchen, sie aufeinander abzustimmen. Jetzt soll auch Diana mitziehen. Ob es heute mit den beiden Stuten besser läuft als vor zwei Wochen? Schorsch wappnet sich. Da will ich den Strick drauf noch mal, weil ich dann den Balken halten kann, dass er in ihrem Pfirsten reinläuft, wenn man stehen bleibt. Bloß zur Sicherheit einmal. Alles klar. Auf geht's, Diana. Hier, ob, hier. Geht schon, geht schon. Ganz ruhig. Hola. Georg, langsamer. Gut ist. Okay.
Jetzt kommt die nächste Hürde. Wast, der selbst Landwirt und Automechaniker ist, hängt den Riemen am Hakenzylinder zum Dreschen ein. Mit viel Mühe konnte er Ende Mai noch ein wenig Getreide vom letzten Jahr auftreiben. Schorsch, wie schaut's denn aus bei euch? Ja, wenn du so weit bist, probieren wir's wieder, oder? Probieren wir's, jawohl. Alles klar. Endlich ist es soweit. Die Männer können Getreide dreschen mit einem originalen Göppel und Hakenzylinder, so wie es die Bauern früher mit ihren Pferden gemacht haben. Für Wast ein besonderer Augenblick. Ich bin richtig glücklich, dass das so gut hier hat. Das ist auch richtig schön, ohne Motorengeräusche, ohne Abgas. Die Pferde machen auch super mit. Einfach ein Traum. Seine 3 Meter langen Stangen haben auch der Belastung standgehalten. Früher waren viele Helfer nötig. Und Sebastian Bichler aus Umratshausen ist ebenfalls dankbar für die Unterstützung, wenn er wieder einmal die bäuerliche Geschichte lebendig machen möchte.